Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions. Viel Spaß mit den XBET-Tipps. Und hier ist Ihr Gastgeber, Christian Custodian. Woo! Zu einem weiteren Bundesliga-Spieltag. Mittlerweile ist es schon der 15. und wir nähern uns Weihnachten. Radek! Mhm. Soweit ist es noch nicht. Ist denn schon Weihnachten, wie der Kaiser immer gesagt hat. Aber an der Wall of Fame ein alter Bekannter, Robert Lewandowski. 2 Tore mal gemacht im letzten Spiel. Und sind die Bayern zurück? Ja, das müssen sie jede Woche wieder aufs Neue beweisen, denn jetzt sind sie plötzlich die Jäger. Denn Dortmund marschiert da vorne weg. Aber am Freitag geht es erstmal los mit dem Spiel Nürnberg gegen Wolfsburg. Und ich feiere eine Premiere, denn ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich glaube, dass ich behaupte, dass der Club Vorteile hat. Wolfsburg hat jetzt eine ganz gute Statistik, 3 Spiele in Folge gegen bessere, in Anführungsstrichen, bessere Teams gepunktet oder sogar gewonnen. Und jetzt kommt das erste Team, wo sie wirklich Favorit sind. Und ich glaube nicht, dass sie dieser Rolle gerecht werden. Ich erwarte ein mehr Krampf- und Kampfspiel als ein Leckerbissen am Freitagabend und glaube, dass es am Ende 1-1 oder 2-1 für Nürnberg ausgehen wird. Ich entscheide mich aber tatsächlich für das 1-1. Ja, typisch Freitagsspiel halt, gell? Mhm. Das ist hier wirklich ein Spiel, da habe ich mir die Statistiken auch genauer angeschaut schon. Die Nürnberger sind ja relativ heimstark im Vergleich zur Gesamtstärke. Und die Wolfsburger sind extrem auswärts stark im Vergleich zu ihrer Gesamtstärke. Also da wird es wahrscheinlich auf ein ausgeglichenes Spiel hinauslaufen. Allerdings sind die Nürnberger eine der schlechtesten Mannschaften in den letzten Spielen. Die haben 9 Spiele in Folge keine weiße Weste gehabt. Okay, ist jetzt nicht so tragisch, aber seit 3 Spielen warten sie auf einen Sieg. Ich glaube auch nicht, dass sie gegen Wolfsburg gewinnen. Dafür schätze ich Wolfsburg allgemein einfach stärker ein. Ich finde deinen Tipp nachvollziehbar und gut, hätte ihn auch selber genommen, aber da du ja schon getippt hast, will ich hier nicht da mitmachen und sage, Wolfsburg sehe ich ein bisschen vorne, deswegen mein Tipp 2-1 für Wolfsburg. Und bei Hannover-Bayern, fällt es mir echt schwer, weil ich will irgendwie nicht, dass Hannover da unten rumkrebst am Tabellenende. 17. sind sie, aber gegen die Bayern, weiß man ja, haben sie ja letzte Saison schon gewaltig die Hütte voll bekommen. In dieser Saison sind sie ja noch schlechter als letztes Jahr. Und ihr Glück ist wahrscheinlich, dass die Bayern einfach nicht so Power alles auf eine Karte setzen werden. Deswegen gehe ich hier von einem souveränen, nicht gefährdeten, aber auch nicht allzu überragenden 2-0 von Bayern aus. Aus Wettsicht sind hier die Quoten bei dem Spiel interessant. Vielleicht hat es Value, wenn man sagt, Hannover plus 2,5. Aber insgesamt denke ich auch, dass Bayern das nach Hause bringen wird. Ich sehe nicht, dass die sich verausgaben. Ich glaube, das wird ein langweiliges 0-2. Also ich glaube, die lassen da hinten nichts anbrennen und schießen vorne 1 bis maximal 2 Tore. Dann sind wir uns da einig beim Tipp. Stuttgart-Hertha könnte auch eine interessante Angelegenheit werden. Wahrscheinlich weniger fußballerisch, aber tipptechnisch. Ja, da kann es doch auch in alle Richtungen gehen. Und Hertha letzte Woche mit dem 1-0 im vermeintlichen Spitzenspiel gegen Frankfurt. Wieder mal mit einem Heimsieg. Und auch bei Stuttgart läuft es jetzt so ein bisschen besser. Allerdings 3-0 verloren, nachdem es zur Halbzeit noch unentschieden stand bei Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, hier wird es wieder auf den Unentschieden herauslaufen. Langweilig, aber für mich ist das Wahrscheinlichste wieder ein 1-1. Das ist die richtige Antwort. Da mache ich es kurz, gehe ich mit. Brauchen wir gar nicht länger drüber reden. 1-1 geht es aus. Bei Hoffenheim-Gladbach, da muss man vielleicht schon ein bisschen weiter ausholen, da das ja eins der interessantesten Spiele an diesem Spieltag ist. Gladbach zu Hause eine Macht, auswärts, Hoffenheim zu Hause, letztes Jahr besser gewesen, dieses Jahr 13-8 Tore bei 3 Siegen, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen.
Also auch das schreit ja förmlich nach einem Unentschieden. Und jetzt... Aber ich denke, Gladbach gefällt mir zurzeit besser. Deswegen gehe ich hier auf die Borussia und sage, die gewinnen das in Hoffenheim mit 3:1, weil sie ja einfach eine Bombenoffensive haben. Ja, da gehe ich mit. Also das ist für mich von den Vorzeichen ein klassisches Spiel, wo du echt plus 3,5 Tore setzen kannst, wenn es eine gute Quote gibt, weil ich sehe hier auch ein 2:2 oder 3:1 für Mönchengladbach. Einfach aus dem Grund, weil die letzte Woche gewonnen haben, weil die Tabellenzweiter sind, weil die da auch länger Tabellenzweiter bleiben wollen und Hoffenheim mit der Doppelbelastung Champions League vielleicht nicht ganz frisch genug für dieses top eingestellte Mönchengladbach ist. Von daher, du sagst 1:3, ich bleibe auch bei 4 Toren und mache das 2:2. Hoffenheim natürlich ein Heimvorteil, aber meine Tendenz geht doch eher zu Gladbach oder X. Mhm. Ja, ist auch die Seite, wo bei den Auswärtsmannschaften die Quoten immer ein wenig attraktiver sind. Und in diesem Fall, ja, ja, denke ich, ist das gerechtfertigt. Dann bei Augsburg-Schalke, schaffen die Schalker hier einen Sieg? Also bisher macht es mir noch nicht so hundertprozentig Spaß, hier diese Spiele zu tippen. Einfach, weil es verdammt knifflig ist. Und auch hier hat man wieder zwei Mannschaften, wo du doch nicht wirklich weißt, was willst du da machen. Mir fällt nichts mehr ein als ein Unentschieden. Das ist jetzt auch wieder ein reiner Quotentipp, denn die Quote wird da nicht so verkehrt sein. Und irgendeins dieser drei Spiele, die ich bisher auf Unentschieden gesetzt habe, wird schon unentschieden ausgehen. Das bedeutet dann insgesamt ein Plus. Aus taktischen Gründen macht es deshalb am meisten Sinn für mich, hier 1:1 zu sagen. Mhm. Ansonsten glaube ich nochmal in zwei Sätzen, Sympathie ganz klar bei Augsburg. Vernunft würde sagen, dass jetzt Schalke mal wieder dran ist mit dem Auswärtssieg, aber trotzdem 1:1. Ja, sehe ich ziemlich genauso wie du. Die Augsburger, die stecken ja ziemlich in der Kacke, wenn man das so sagen darf. 5 Spiele ohne Sieg und ja, die letzten 4 Spiele alle verloren. Und dann kommen hier die Schalker, die vor allem im direkten Duell mit Augsburg die letzten 3 Duelle gewonnen haben. In Augsburg ist es immer ein bisschen schwierig zu spielen für alle Mannschaften. Allerdings, die Heimstärke der Augsburger war zuletzt auch nicht so da. Ich denke aber, ja, die müssen auch mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Ich gehe mit Augsburg 2:1 für die Fuggerstädter. Erfolgserlebnisse bräuchte auch Düsseldorf. Klar haben sie gegen Bayern wahnsinnig gut gespielt und gepunktet. Aber oft ist es dann so ein Bayern-Fluch. Wenn man gegen Bayern gut gespielt hat, dann geht ein paar Spiele drauf gar nichts mehr. Zu Hause gegen die Freiburger können sie was reißen. Die Quoten sind ja wunderschön gemalt für ein ausgeglichenes Unentschieden. Heim 2,6, auswärts 2,6. Also was soll da denn noch schief gehen? Die Freiburger haben jetzt zwar das letzte Spiel zu Hause 3:0 gegen Leipzig gewonnen. Höchster Heimsieg seit 5 Jahren oder so. Aber in Düsseldorf, tun sie sich dann halt ein wenig schwerer. Und dann wird es halt ein 2:2. Ja, du bist ja der Unentschieden-Fetischist von uns normalerweise. Und ich kann auch hier nicht wirklich wieder Unentschieden setzen, aber... Ja, wenn es so ausgeht, why not? Aber wenn es das Gefühl sagt, ich glaube, ich mache so eine Systemwette, 6 von 9 und alle auf Unentschieden. Also hier ist es ein 1:1 Tendenz, aber Freiburg-Tipp 1:1. Mhm. Aber bei Dortmund-Bremen wirst du ja wohl kaum einen Unentschieden tippen, oder? Samstagabend, wenn der BVB mit seiner B11 gegen Monaco, okay, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, die sind natürlich extrem geplagt etc., gewinnt, dann müsste ein Werder Bremen, was nur 1 der letzten 6 Spiele gewonnen hat, ihnen liegen. Ich finde es eine coole Partie für Samstagabend, verspricht viele Tore. Ich hoffe, dass Werder mithalten kann und tippe darauf, dass der BVB 4:2 gewinnt. Junge, 4 Gegentore für deine Bremer. Also du bist ja auch einer, der Schmerzen liebt, oder? Also ich denke,
so viele Tore wird es da gar nicht mal geben. Die Bremer, ja, hast ja selber gesagt, nur einen Sieg aus den letzten 6 Spielen. Dortmund, ich warte ja nur jeden Spieltag wieder drauf, dass sie in die Luft ausgeht. Und das ist, finde ich, aber so ein klassisches Spiel, das werden sie schon irgendwie gewinnen. Da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die Bremer ihnen da gefährlich werden. Aber ich glaube, das wird so gegen die Erwartungen, ich sage jetzt mal nur 1-1 für die Dortmunder. Und beim nächsten Spiel Leipzig gegen Mainz gibt es eigentlich gar nichts Langes zu überlegen. Die Leipziger sind natürlich hier großer Favorit, auch von der Quote her. Zum Tippen ist es dann unschön, weil ich auch nicht denke, dass die so krass dominieren werden, dieses Spiel. Ein Handicap gegen Mainz ist, glaube ich, extrem schwierig. Das hat keiner in den letzten 5 Spielen geschafft, beziehungsweise hat es nur eine Mannschaft geschafft, und das war Freiburg beim 3-1 in Mainz. Aber ja, Leipzig könnte es natürlich schaffen, aber ich glaube auch, dass die ein bisschen geplättet sind. Also das wird ein einfaches 2-1 für Leipzig. Ich glaube, dass es ein Handicap-Sieg für Leipzig wird. Das war ein Ausrutscher gegen Freiburg und jetzt sind sie wieder in der Spur und die werden daheim spielen, die sowieso sehr offensiv, und Mainz ist eine sehr defensiv eingestellte Mannschaft. Allerdings wird Leipzig so oder so anrennen und dann machen die auch 2 Tore. Mainz macht keins, 2-0. Mhm. Auch kein verkehrter Tipp. Das letzte Spiel ist dann ein Spiel, was auch schon wieder schwierig ist. Frankfurt gegen Leverkusen. Frankfurt mit der Niederlage in Berlin und Leverkusen. Was haben die gemacht? Ja, bestimmt auch gut gespielt. Ich sag, dass dieses Spiel einfach, ich beginne die Runde mit einem 1-1 und ich beende die Runde wieder mit einem 1-1. Okay, und insgesamt 5 Unentschieden. Aber ich muss sagen, normal bin ich ja der Unentschieden-Freund und deswegen gefallen mir deine Tipps heute auch so gut. Danke. Und bin fast neidisch, dass ich selber so wenig Unentschieden habe, weil ja irgendwie wirklich diese Bundesliga so extrem ausgeglichen ist, dass es viele Unentschieden geben kann. Bei Frankfurt-Leverkusen sehe ich das aber nicht, weil ich hier sehe, dass die Leverkusener die letzten 3 Spiele nicht verloren haben. Sogar 2-mal gewonnen zu Hause, 1-mal in Nürnberg 1-1. Das kann man machen. Hat übrigens auch Frankfurt gemacht, in Nürnberg bloß 1-1 gespielt. Also so viel zum Thema Quervergleich. Aber die Frankfurter haben die letzten 2 Spiele verloren. Gegen Hertha und gegen Wolfsburg. Die sind ungefähr auf einer Wellenlänge mit Leverkusen von der Stärke her, finde ich. Von daher macht Leverkusen hier erneut eine kleine Sensation und gewinnt gegen starke Frankfurter mit 3-2, weil die Frankfurter auch gerne Tore schießen. Also dieses Spiel würde ich zumindest auf over 2,5 Tore gehen. Aber gut. Ja. Also ich habe auch eher das Gefühl, dass die richtigen Wetten im Torbereich liegen, denn unglaublich schwerer Spieltag, bei dem ich jetzt, glaube ich, das mit Abstand schlechteste Gefühl habe von allen, die wir bisher durchgetippt haben. Das finde ich auch, aber beim letzten Spiel, da lief es ja bei mir ganz gut. Ich hatte 6 von 9 richtig. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber bestimmt auch ganz okay. Aber wir werden auch in Zukunft dieses Konzept ein bisschen auf den Kopf stellen und ein bisschen Neuerungen einpflegen, dass wir mehr auf Statistiken und Wetten eingehen, auch mehr zum Anzeigen haben. Also werden wir hier auf jeden Fall bald noch bessere Tipps abgeben können und dann freuen wir uns darauf, aber vorerst ein schönes Wochenende mit tollen Spielen. Bis dahin. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions.